Ja, heute hat mir ziemlich viel gut gefallen und vielleicht aus zwei Gründen. Zum einen haben wir uns nach dem Rückstand und dem ersten Schuss, der auf unser Tor kam, eigentlich nicht beeindrucken lassen. Wir haben einfach auch sofort wieder nach vorne gespielt. Man hat nicht das Gefühl, dass wir irgendwie nervös wurden. Und das Zweite, und das ist mir ganz wichtig, weil das war auch das Thema so nochmal diese Woche. Wir haben das Spiel 90 Minuten dann konsequent und mit aller Konzentration nach vorne auch wie nach hinten zu Ende gespielt. Die Mannschaft hat sich eben auch mal für diesen Aufwand richtig belohnt. Aber die Konzentration war ständig oben und wir haben nicht nachgelassen und 90 Minuten eben auch versucht, Tore zu erzielen, haben die dann auch gemacht. Und von daher denke ich, hat es Spaß gemacht, heute das zu sehen, was die Mannschaft auf dem Platz gezeigt hat. So, weitere Fragen? Gerne. Ein Richter. Mit welchem Gefühl fahren Sie jetzt zur Auslosung nach Bukarest? Also ist ja trotzdem noch eine Spielgruppe möglich. Fährt man da jetzt lockerer hin oder ist da schon eine Anspannung auch noch da? Nein, ja, eine Auslosung ist für mich jetzt keine Anspannung mehr in dem Sinne. Klar, ist immer interessant, was für Gegner. Man kann endlich dann auch sich mit den Gegnern beschäftigen. Das ist schon mal ein wichtiges Mitbringsel dann wieder in die Heimat, dass man weiß, welche Gruppengegner kommen auf einem zu. Ja, ich habe es gerade vorher kurz im Fernsehen irgendwie jetzt mal die Gruppen gesehen. Ich weiß, in Portugal ist in Gruppe 3 und Frankreich Gruppe 2 und Kroatien Gruppe 2. Also es sind überall, natürlich in allen Gruppen, jetzt auch richtig starke Mannschaften. Also von daher ist bei so einer Auslosung ja auch vieles möglich. 2012 bei der EM hatten wir auch, glaube ich, drei Top-10-Mannschaften in unserer Gruppe, Dänemark damals, Holland und Portugal. Also wir nehmen es, wie es kommt. Carlo Wild. Herr Löw, Sie wollten noch ein paar Spieler heute sehen, um Eindrücke zu gewinnen. Von welchem Spieler haben Sie welchen Eindruck heute gewonnen? Ja, also alle, die jetzt gespielt haben im Vergleich zum Spiel gegen Weißrussland, haben die Sache wirklich auch sehr gut gemacht. Ich glaube, hinten Emre Can und Jonathan Tah haben die Aufgaben gut gelöst, weil die Nordiren ja immer viele lange Bälle nach vorne hauen und dann eben auch versuchen, die Bälle anzunehmen oder zu verlängern. Das haben sie gut gelöst, weil die sind schon auch körperlich stark da vorne. Julian Brandt hat sich über das ganze Spiel hinweg auch gut bewegt, hat viele Aktionen gehabt, ein schönes Tor erzielt. Der Marc hatte relativ wenig zu tun. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt einen Schuss halten musste. Also dem war es nach dem Spiel relativ kalt. Ja. Und ja, die Spieler, die reinkamen, die haben dann die Sache ja auch so gemacht, wie man sich das vorstellt. Christian Falk. Das Mikro brauchen wir hier vorne gerade mal. In der ersten Reihe. Ja, danke. Herr Löw, Wales hat das Spiel gewonnen gegen Ungarn. Jetzt haben wir drei Spiele in München. Was heißt das denn für Sie? Das ist eine halbe Heim-WM. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Man kann natürlich dann auch jetzt, wenn es so ist, dann kann man die drei Spiele in München planen. Hat vielleicht auch den Vorteil, dass man eben nicht reisen muss. Das sind ja auch manchmal bei den Turnieren Reisestrapazen, die man hat. Man kommt dann irgendwie wieder spät zurück nach einem Spiel. Von daher ist natürlich gut, in München zu spielen, drei Spiele. Wenn man sich darauf einstellen kann, dann denke ich mal, ist das auf jeden Fall ein Vorteil, die ersten drei Spiele zu Hause zu absolvieren. Oliver Mucher. Herr Löw, Sie werden die Mannschaft jetzt 4 Monate lang nicht sehen. Wie sehr bedauern Sie das, dass Sie jetzt 4 Monate überhaupt nicht mit Ihnen arbeiten können? Ja, das bedauere ich natürlich auch immer, die Pause von November bis im März. Das zweite halbe Jahr ist ja dann auch immer September, Oktober, November haben 6 Spiele, die sind dann relativ nah zusammen. Das heißt, die Abstände sind nicht so groß. Kann man auch irgendwie wieder den Faden aufnehmen vom letzten Lehrgang.
wenn jetzt längere Pausen sind, bis im März, ist immer ein bisschen schwierig. Da muss man sehen, wer denn eigentlich dann auch von den Spielern wieder zurückkommt, wer ist fit, wer hat einen Spielrhythmus. Also muss man sehen, dann müssen wir wieder irgendwie einiges aufarbeiten. Nach so einer langen Zeit ist das natürlich auch nicht immer einfach. Also der Mannschaft hat es jetzt gut getan, insgesamt in einer Woche, weil wir erst am Samstag gespielt haben und am Dienstag. Das heißt, im Vergleich zu den anderen Lehrgängen, die wir hatten, hatten wir mal 4, 5 Trainingseinheiten. Und das macht sich eigentlich sofort bemerkbar, obwohl es in der Summe ja auch nicht so viel sind, 5. Aber besser wie vielleicht 1 oder 2. Und von daher war das mal gut, die Pause. Ja, die tut uns dann natürlich auch weh. Wir würden gerne natürlich auch früher spielen. Markus Bark und danach Sonja Pahl. Herr Löw, Sie hatten ja gesagt, 2 hochkarätige Gegner im März sollen es möglichst werden. Wenn Sie nicht sagen können oder wollen, wer es wird, wie müssen die denn vom Profil her aussehen? Spanien ist, glaube ich, soweit jetzt auch sicher. Also da sind die letzten Gespräche sind da irgendwie gewesen, also Spanien auf jeden Fall. Der zweite Gegner steht noch nicht fest. Wir versuchen möglicherweise vielleicht Portugal, Belgien, so eine Mannschaft zu bekommen, aber die haben ja auch schon Termine. Und auf der anderen Seite warten wir jetzt auch nochmal die Auslosung ab. Jetzt kann ja auch einiges passieren. Also da gucken wir, wenn wir jemanden in der Gruppe haben, dann spielt man ja nicht ganz so gerne im März gegen diese Mannschaft. Also jetzt warten wir noch ab, aber wir haben schon mal ein paar Anfragen irgendwie gestartet. Ja, Herr Löw, wie froh sind Sie denn jetzt auch unterm Strich erstmal? Der letzte Eindruck bleibt ja immer erstmal so ein bisschen stehen und bis März eben, dass das jetzt heute Abend dann so gut gelungen ist mit diesen 6:1. Ja, das ist natürlich gut. Das war das Ziel jetzt auch. Wir hatten ja schon am Samstag irgendwie die Qualifikation klar gemacht, aber dann haben wir gesagt, ich möchte nochmal diese Motivation sehen und diese, vor allen Dingen auch diese Spielfreude. Und ich möchte sehen, dass man das irgendwie, dass man den Charakter zeigen, den wir vielleicht auch nächstes Jahr dann auch sehen wollen im Turnier. 90 Minuten ein Spiel durchzuziehen, ohne Nachlässigkeiten, ständig eben auch so mit dem Torhunger, mit dem Spiel, mit dem Zug nach vorne. Und das freut mich und es ist natürlich schön, dass die Mannschaft jetzt in 2 Spielen im November 10 Tore erzielt hat. Nordirland hatten ja, glaube ich, wenn überhaupt, mal vielleicht 3 oder 4 Tore Unterschied, verlieren sie mal, wenn überhaupt. Aber so eine hohe Niederlage hatten sie, glaube ich, noch oder überhaupt ganz selten. Also von daher ist gut, der Eindruck bleibt jetzt mal bestehen, gibt natürlich auch Selbstbewusstsein, gibt den Spielern auch das Gefühl, wenn man gewisse Abläufe macht, dass sie dann auch erfolgreich sind. Und daher denke ich, können wir zufrieden jetzt halt auch in die Winterpause gehen. Oliver Mucha und Arne Richter nochmal. Serge Gnabry hat jetzt 13 Tore in 13 Spielen gemacht. Können Sie das Phänomen nochmal erklären? Ja, es ist... sagen wir mal so, die Beurteilung über ihn oder von ihm, die hängt jetzt nicht von diesem einen Spiel ab. Ich habe immer schon gesagt, dass er ein Spieler ist, der halt einfach, sagen wir mal so, für die Mannschaft extrem wichtig ist, weil er vorne eine Anspielstation ist, die Bälle super verarbeitet, manchmal auch die Spitze verlässt und dann so ein bisschen zurückkommt, Bälle verarbeitet, wieder in die Spitze geht. Das ist natürlich, er stellt verschiedene Ebenen her, weil wenn ein anderer in die Spitze geht, kommt er raus, behauptet den Ball, spielt, geht wieder. Das sind natürlich gute Eigenschaften für ein Spiel. Auf der anderen Seite ist er im Abschluss einfach auch technisch wirklich auch überragend gut, weil er macht es ja auch bewusst, die Tore heute. Die sind ja bewusste Tore. Erste Annahme mit links, dreht sich, schießt. Das ist fast eine Folgeaktion. Annahme, Schuss. Also das aus Zweite war so. Er legt sich die Bälle richtig zurecht und ist natürlich dann auch, was seine Quote betrifft, überragend. Und aus dritte Tor, der andere läuft ihm richtig in den Weg rein, aber er fällt nicht hin, setzt sich durch, der Körper ein, schiebt den Ball ins lange Eck. Also das sind schon auch großartige Qualitäten. Aber nicht nur, weil er die Tore erzielt, sondern weil er für die Mannschaft viel arbeitet und viel mitspielt immer. Und deswegen macht das ihn auch so wertvoll für uns. Eine Richter nochmal. Leon Goretzka hat 3 Tore geschossen jetzt
In den beiden Spielen ist er so der heimliche Gewinner des Novembers. Und wie planen Sie mit ihm? Welche Rolle hat er sich entwickelt auch in der Mannschaft? Leon ist jetzt auch schon 2-3 Jahre bei uns, war schon beim Confed Cup ein Spieler, der das Spiel auch mitgeprägt hat. Was auch ihn auszeichnet, er hat 3 Tore gemacht in 2 Spielen, das ist für einen Mittelfeldspieler einfach auch sehr gut. Er macht das, was eine Abwehr schwer verteidigen kann, aus der Tiefe geht er in die Spitze, er sucht den Abschluss. Das ist manchmal, solche Spieler sind schwer aufzunehmen, die so ein bisschen aus der Tiefe kommen, und das macht er eigentlich permanent. Und der Leon, wenn er gesund bleibt, ist ja bei uns ja auch eine feste Größe. With regards to Serge Gnabry, it didn't work out for him in England, which when we see how well he's doing now, seems like a mystery to us. Do you know why it maybe didn't work for him when he was playing in England? Akustisch ist das schlecht zu verstehen. Was war mit England? Er hatte dort nicht den Riesenerfolg. Er hat da nicht den Riesenerfolg gehabt, nicht den richtigen Durchbruch. Naja, gut, der Serge war natürlich auch in der Zeit, als er bei Arsenal war, war er natürlich schon auch ein bisschen von Verletzungen, auch war er da gehandicapt und gebeutelt, hat ihn eigentlich immer ein bisschen zurückgeworfen. Aber ich habe, glaube ich, hier schon mal in dem Kreis irgendwie bei uns erzählt, dass er schon bei der WM 2014 in unserem Blickpunkt war, weil er da schon ein paar Spiele für Arsenal gemacht hat, da war er 17 oder 18 und hat dort schon ein paar sehr, sehr gute Spiele gehabt, und man hat gesehen, und auch unsere Spieler wie Per Mertesacker damals, Mesut Özil, die haben schon auch gesagt, der ist richtig gut im Training, der beschäftigt die Abwehr, der tut weh, also von daher hatten wir schon ihn länger im Blickpunkt, aber er war leider ja dann bei der WM verletzt. Er war beim Confed Cup nicht dabei. Aber jetzt ist er ja überwiegend eben auch so stabil, was die Gesundheit betrifft. Und von daher hat er sich einfach auch gut entwickelt. Und er war ein Spieler, der früh bei Arsenal schon gespielt hat bei den Profis. Carlo Wild nochmal. Herr Löw, Sie hatten gestern gesagt, dass Sie noch gewisse Abläufe sehen wollten. Welche Abläufe haben Sie heute gesehen? Welche haben Ihnen gefallen und welche noch nicht? Heute gab es jetzt eigentlich wenig Situationen, wo ich sagen muss, das war jetzt nicht so, wie es eigentlich gewollt war. Die Abläufe, die wir teilweise nicht immer gegen Weißrussland gesehen haben, Laufwege in die Tiefe, Laufwege in den Rücken der Abwehr, und zwar gezielt Angriffsschemen. Das haben wir ja diese Woche so 2-3 Mal trainiert. Wir haben das auch permanent eigentlich in den Sitzungen thematisiert. Wer läuft wann, wohin und wie. Also von daher haben wir das heute schon auch mit einer großen, sagen wir mal, Genauigkeit und mit einer Zielstrebigkeit gemacht, eigentlich über das ganze Spiel, wo wir viele Angriffe hatten, wo wir dann entweder durch die Mitte oder über außen kamen. Also das hat mir heute im Spiel nach vorne sehr gut gefallen, was wir heute ja, sagen wir mal, waren wir vielleicht weniger gefordert in der Defensive, weil wir es auch nach vorne hin, von hinten raus sehr gut gemacht haben und die Angriffe gut eingefädelt haben. In der Fortsetzung waren wir gut und wir haben die Nordiren ins Laufen gebracht. Die mussten immer nachlaufen. Und das war diese Woche, letzte Woche, das Thema. Und das haben wir heute fast konsequent über das ganze Spiel durchgezogen. So, letzte Frage, Heiko Ossendorp. Jetzt haben wir dich auch erkannt, Heiko, ohne Mütze. Ja, letzte Frage, letzte Pressekonferenz deswegen, also des Jahres. Zum einen, werden Sie über die Weihnachtstage oder zwischen den Feiertagen dann auch mal Fußball frei machen, oder wissen Sie schon, ob Sie da mal nach England gehen oder da Spiele schauen? Und was wünschen Sie sich für 2020? Also ist es dann eher so, dass man jetzt 2018 endlich mal abgehakt hat und gar nicht mehr drüber spricht, oder dass es weniger Verletzte gibt, oder was wünscht sich Jogi Löw dafür fürs nächste Jahr?
Ja, also sagen wir mal, bis zum 20. Dezember haben wir schon auch Termine, haben wir auch geplant, dass wir natürlich auch mal ins Ausland gehen, Spiele angucken, Champions League, Bundesliga-Spiele sowieso, aber dann über Weihnachten, Neujahr bis so Mitte Januar ist dann auf jeden Fall auch mal Pause. Ich meine, auch für uns und auch für die Trainer, das ist einfach auch mal wichtig, dass man den Kopf ein bisschen frei bekommt. Das Jahr war ja gespickt mit vielen, vielen Dingen, die wir auch zu bewältigen hatten und ja, natürlich auch mit einigen Problemen und Schwierigkeiten, wenn man so einen Umbruch hat und dann auch noch so viele Verletzungen, ja, und die Mannschaft eigentlich fast nie in der gleichen Besetzung gespielt hat. Und ich wünsche mir, dass natürlich im nächsten Jahr alle irgendwie gesund sind und einen guten Rhythmus aufnehmen, dass wir im März keine Spieler haben, die dann lange ausgefallen sind in den ersten ein, zwei Monaten. Und dass wir wirklich auch Spieler haben, die Spielpraxis und Selbstbewusstsein haben und eine körperliche Fitness. Das wünsche ich mir für die ersten Monate im Jahr.